Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit dem, ja, dem Leben der Bella Grusel. Wir sind im Haus Kurios und unsere liebe Bella, die ist hier mit eingezogen. Und ja, unsere Jungs, die haben jetzt echt Kohle mit nach Hause gebracht. Die sind jetzt befördert worden und das ist ja echt, echt cool. Dass wir da so ein bisschen was haben. Und ich dachte mir jetzt, oder auch ihr habt es euch gewünscht, dass wir doch mal jetzt hier ein bisschen im Esszimmer quasi anfangen. Das heißt, Moment, ich muss mal ganz kurz auch die Wände mir mal kurz hier mit anschauen. Das hier wollte ich ja zum Esszimmer machen. Und das eigentlich dann zum Wohnzimmer, weil sonst ist es ja immer so weit, wenn das da dort, da quasi das Esszimmer wird. Und von daher machen wir hier einen Esstisch dann mit rein. Es ist nur doof, dass diese Alexa Bauer hier gerade drin sitzt. Da kann ich so schlecht das aufräumen. Naja, wir gucken gerade mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Könnten mal gucken, wo ist denn unser Egon? Ah, da. Egon könnte ja die mal noch rufen. Warte mal. Warte mal. Herbeirufen. So. So, bist du müde? Oh ja, eigentlich bist du müde, aber okay. So, herbeirufen und dann kannst du mal eine Runde eine Schneeballschlacht. Wie wär's? Ich glaube, er ist so müde, dass er... Naja, aber jetzt habe ich zumindest... So, geht mal vor die Tür. Egon, du sollst... Genau, okay. Einmal nach draußen. Sehr schön. So, machen wir Stopp. So, das Ding ist natürlich auch, wir haben jetzt hier eigentlich drei Schreibtische mit zwei Rechnern auch dort stehen. Wo mache ich die denn jetzt hin? Weil das irgendwo brauchen sie das zum Teil ja schon. So, warte mal, ich mach mal. Das waren ja so unsere Garten-Terrassen, Möbel. Okay, so. Ups, komm schon. Ich will nur den Schreibtisch mit komplett. Das mache ich jetzt erst einmal da rein. Dann ist ja doof, dass unser... warte mal. Unser Fernseher da so drin steht. Ach, kommt schon. Tschaka, komm. In die Ecke. Den können wir, glaube ich, verkaufen. Einmal. Ich stelle den jetzt mal so in diese Ecke. Ich bin ja noch nicht fertig. Wir können das ja nochmal alles umstellen. Das zweite stelle ich jetzt mal so da rein. Mit, ja, okay. Den stelle ich jetzt einfach mal dazwischen. Das sind noch die Hausaufgaben von unserem Egon wahrscheinlich. Die lege ich ihm einfach mal oben ins Zimmer rein. So, und diesen Schreibtisch, den verkaufen wir. Dann haben wir da auch gerade noch ein bisschen Kohle. Okay. So, dann brauchen wir einen hübschen Esstisch. Tische. Da machen wir was Größeres, weil wir sind ja doch schon eine größere Familie. Mittlerweile. Wie sieht's aus mit so einem Esstisch von Milano Triangolo in Schwarz. Da passen 2, 4, 6 Leute dran. Wie viele sind wir? 3, 4, 5, 6. So. Stellen wir das so mittig rein. So. Wir gucken einfach mal. So, Moment. Dann brauchen wir Stühle. Auch doch ganz hübsche Stühle. Mal gucken, was da so dazu passen könnte. Gut, es müssen jetzt nicht die allerteuersten sein, weil so viel Kohle haben wir ja auch nicht. Und diese hier in Schwarz. Wir bleiben so ein bisschen, weil die Küche ja auch in Schwarz gehalten ist. Genau. Das sind einfach normale Stühle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stühle. So, einmal draufklicken, damit sie an den Tisch ran können. Okay, so. Was können wir denn noch in unserem Esszimmer
haben. Also ich würde jetzt mal sagen, wir gucken auch mal unseren Boden an. Im Esszimmer wäre vielleicht irgend so ein Linoleum ganz gut. Ich weiß, dass auch hier eigentlich ja schwarz, aber mal so eine Frage, hat jetzt unsere Bella da auch was mit, so ein Mitspracherecht? Dann könnte man komplett alles anders machen. Hier so blau-grau. Ja, so ganz, weil hier sind natürlich, nee, wir machen das nur im Esszimmerbereich und in der Küche wieder anders, so würde ich das jetzt eigentlich mal eintragen. Aber das gefällt mir auch nicht so wirklich. Doch in dem Schwarzton bleiben, aber halt sowas in die Richtung. Ah, das da. Oder? Ja, das hier so, aber dann wirklich nur das Esszimmer. So, dann den Küchenbereich, der wird gefliest. So, und diesen, das ist eigentlich schon ein schönes Schwarz. Also Schwarz mögen die hier ja im Grunde wahrscheinlich schon. So, ich muss das nur einzeln machen, sonst mache ich hier wieder alles. Wie weit gehen wir denn küchenmäßig noch eins weiter so? Ja, cool. Und der Rest ist ja so in etwa Flurbereich. Flurbereich vielleicht so ein schönes dunkles Holz. Das passt einfach so dunkelmäßig doch eigentlich zu den anderen, oder? Also ich gucke noch mal so ein paar anderen an. Der ist hier vielleicht. Das sieht doch ganz gut aus. So. Cool. So, dann gucken wir uns noch die Wände an. Oh, wir haben, guck mal, wir haben schon wieder so viel ausgegeben. Meine Güte, das kostet echt doch so einiges. So, dann schauen wir mal. Ich hätte ja auch noch gerne ein paar Vorhänge mal gehabt. Was machen wir denn an die Wand? Wie schaut denn eigentlich sowas aus? So generell würde es ganz gut aussehen. Ich weiß nur nicht, ob das zu eurem Stil hier wirklich passt. Schwarz an die Wand will ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt haben. Wobei, das sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, komm, aber nur... Das nehmen wir für den... Ich muss mal drehen hier. Das nehmen wir für die... Das ist... Oh, komm schon. Einmal drehen. Wobei es für den Flur eigentlich mir sogar auch gefällt. Warte mal, ich muss mal gucken. Zum Dings würde es auch passen. So, wie weit denn geht denn das? Geht das bis in die Küche? Ich muss mal echt gucken. Ja, es würde in die Küche gehen. Also muss ich hier mal ausnahmsweise alles einzeln eingeben. Ah, nein. Shit. Jetzt habe ich das Bad auch noch. Naja. So. Das noch. Um die Ecke. So, das noch. Das noch. Das, das und das noch. Ach so, dann muss ich hier außenrum. Ach Gott, ich habe... Guck mal, wie viele Leuchten wir da im Flur haben. Das ist ja... Und auch im Bad, oder? Die haben wir doch auch im Bad. Eieiei. Da können wir doch mal was verkaufen. Komm, wir brauchen nicht so viele. Das können wir wegmachen. Und hier in der Dusche, das brauchen wir auch nicht drin. Dann können wir die hier einmal wegmachen. Und die können wir auch wegmachen. Und da können wir die auch nochmal wegmachen. So. Das war ein bisschen überflüssig. So, und dann einmal gefliest in der Küche. Da würde ich gerne Fliesen haben. Und ich gucke mal. Das wäre mal was komplett anderes. Irgendwie schaut, hat es ja was. Nee. Das hier. Weil wir haben ja schon so ein bisschen
blau, das würde theoretisch ja schon passen. Ein bisschen grüne Elemente mit dabei. Komm, wir machen mal ein bisschen Farbe hier mit rein. So, da noch. So, perfekt. So, okay. Ja, cool. So, dann haben wir erstmal... Wie viel Geld haben wir noch? Okay. Und da ich jetzt aus Versehen hier im Bad eine auch schon zwei Wände hier gemacht habe, würde ich jetzt mal sagen, wir dekorieren gerade mal das Bad noch mal kurz ein bisschen um. Machen wir es komplett grün oder weißgrün? Was ist damit? Ich würde es jetzt mal komplett grün machen. So, perfekt. Genau, den Boden können wir lassen. Der sieht ganz gut aus, glaube ich. Okay, so. Einmal umdekoriert. Sieht doch schon ganz anders aus, oder? Total irgendwie. Heieiei. Okay. Vorhänge machen wir für die, wenn wir das nächste Mal die Geld reinkriegen. Ein bisschen was möchte ich gerne noch aufheben, einfach so für den Notfall. Aber ich glaube, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, so knapp 3000 gerade ausgegeben. So, okay, jetzt gucke ich mal, wo seid ihr denn eigentlich alle? Pascal unterhält sich gerade mit Kurt. Jo, das braucht er gerade auch so ein bisschen. Na, dann können wir mal ein Wissen vermitteln vielleicht. Kreativität, da lernt ihr beide was von. Friedbert bringt gerade ihren Müll raus anscheinend, oder? Ja, recycelt. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn eigentlich einen Gärtner? Kannst du mal gerade gucken? Service. Ruf doch mal den Service an. Und dann kannst du dir gerne noch was aus dem Kühlschrank holen. Das ist dein Arbeitskollege, glaube ich, hier in der Zacharias. So, der Lutz, der ist oben, spielt gerade. So, ja. Ich hätte gerne... Wir haben auch gar kein Hausmädchen. Ach nee, wir brauchen ja die Bella, ne? Aber ein Gärtner wäre schon ganz gut. Das ist sonst ein bisschen zu viel Arbeit. Ja, okay. Gleich morgen früh kommt jemand vorbei. Bella hat ein Bild zu Ende gemalt. Jo, das können wir ein bisschen verkaufen, glaube ich. Warte mal. 27 Simoleons. Ja, auch gut. Ist okay. Bist du dir sicher, meine liebe Bella, dass du da oben im Schnee ein bisschen dich sonnen möchtest? Ich meine, warum nicht? Aber es wird ein bisschen kalt, glaube ich. So, dann noch einen Teller nehmen. Du darfst noch was essen. Egon hat die ganze Zeit hier draußen mit der Alexa gespielt. Ich glaube mal, ich schicke ihn mal rein. Dann kann er mal auf die Toilette gehen und dann musst du, glaube ich, echt wirklich mal schlafen gehen, weil du hast... Sonst fällst du mir gleich irgendwie um oder so. Und unser Kurt... Oh, der... Ja, der würde gerne irgendwas Spaßiges machen. Okay, der zeichnet jetzt. Das macht ihm Spaß. Wo ist dann jetzt Pascal hin? Okay, Pascal... macht jetzt Gartenarbeit. Aber morgen kommt doch jetzt der Gärtner, Pascal. Irgendwie hat er aber gerade Lust drauf anscheinend. Ich habe es ihm nicht gesagt, oder? Nö. Hii, guckt mal. Juhu. Hier wird unser Esszimmertisch wird genutzt. Apropos Esszimmertisch, das da können wir ja eigentlich verkaufen, ne? Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Kartentisch und so weiter. Eigentlich bräuchten wir jetzt mal eine Couch. Vielleicht werde ich das dann doch mal doch die Wand hier rausnehmen und unser Wohnzimmer ein bisschen vergrößern. Den Grill ist natürlich auch doof. Wo könnte ich denn den machen? Kann man den Grill in die Küche stellen? Ich stelle ihn einfach mal hier rein. So eine richtige Terrasse haben wir jetzt gerade.
Na doch, eine Terrasse haben wir aber keinen. Also unten haben wir nicht wirklich was. Da oben, das ist ja auch so. Also, wobei, es ist ein Balkon. So, Egon. Bett. Ja, mir ist kalt. Ich war draußen, hab Schneeballschlacht gemacht. Kurt. Wie wär's, Kurt, wenn du jetzt auch mal kurz auf die Toilette noch gehst und dann erstmal eine Runde schlafen? Ihr beide eure Hausaufgaben noch nicht gemacht. Schauen wir mal. So. Pascal. Dem macht es echt Spaß gerade draußen. Aber, Pascal, ich würde sagen, trotzdem, du gehst mal was essen. Danach ins Bad. Wann musst du arbeiten gehen? 22 Uhr. Ja, genau. Du musst nämlich bald arbeiten gehen. Genau. Und dann kannst du noch dich eine Runde hinlegen bis zur Arbeit. Ich glaube, das schafft er nicht mehr. Naja, egal. Okay, so, dann den Friedbert. Der Friedbert muss dringendst noch einiges lernen. Aber er ist jetzt erstmal müde. Was musst du denn kochen? Charisma und Kreativität. Okay. Wo ist er denn? Friedbert? Achso, der schläft jetzt erstmal eine Runde. Na gut. Und unser Lutz, der macht gerade einen Schneemann draußen. Und lernen muss er eigentlich nichts. Der muss um 8 Uhr wieder arbeiten gehen. So, das macht ihm gerade Spaß da draußen, einen Schneemann zu bauen, okay? Dann lasse ich ihn gerade mal. Und unsere Bella, die war... Die hat gerade die Badewanne kaputt gemacht. Na dann reparier sie nochmal bitte wieder. So, dann kannst du den Rest an... Omelettes wieder wegbringen. Yippie, so, jetzt hat sie ganz schön viel Arbeit hier. Ach, wir gucken mal, wir könnten doch mal diesen Zacharias da eigentlich mal begrüßen. Ich weiß gar nicht, ob du den schon kennengelernt hast. Wie sollen wir denn zu 20 Liebschaften kommen, wenn wir niemanden kennenlernen? Ah, der hat ein cooles T-Shirt an. Das sieht echt cool aus. Sieht so ein bisschen... Weiß ich nicht. Was bist du von Beruf? Warte mal, der war mit Friedbert. Ist er nach Hause gekommen? Ah, er ist auch so Journalist. Er sieht eigentlich ganz gut aus. So. Zum Großen und Ganzen. Oh, ein Pinguin! Es ist anscheinend so kalt genug, dass der Pinguin den Schneemann hier draußen begrüßt. Wobei der Schneemann noch gar nicht fertig gebaut ist. Der Pinguin spricht von Essen und... Und was, von was zu trinken. Und jetzt geht er wieder. So. Schneemanns beste Freunde sind die Pinguine. Oder die Pinguine sind beste Freunde von Schneemann, je nachdem, wie man so möchte, wie man es möchte. So, Lutz, ist ja schön, dass du ein bisschen Geige spielen möchtest. Aber geh mal kurz baden. Ich weiß gar nicht, was braucht er außer Mechanik in seinem Beruf? Gut, er kann noch ein bisschen weiterspielen. Oh, unser Pascal ist auf die Arbeit. Super, du bist ganz alleine gegangen. Naja, gut, okay. Das können wir mal gerade wegmachen. Friedbert, der ist gerade noch am Schlafen. Lutz ist hier oben. Bella. Bella, Bella, Bella. Würde ich mal, kannst du schon mit ihm abhängen? Nö. Aber du kannst über Hobbys reden. Boah, hat die so viele Hobbys. Wissenschaft, glaube ich, das magst du doch eigentlich ganz gerne. Du brauchst jetzt keinem Kind was vorlesen, die schlafen doch beide. Die sind noch nicht wach genug. Die müssen erst ausschlafen. So, unser lieber Friedbert. Dich schicke ich mal hier gerade auf Toilette und dann... Mit was fangen wir denn an? Du kannst im Bad einmal reden üben. Genau. Ich weiß nicht, ob wir es bis um 11 schaffen, 3 Fähigkeiten aufzubauen. Ich vermute mal eher nicht. Ja, ich vermute mal eher nicht. So, okay. Jetzt gucke ich nochmal drumherum. Also unser
Unser Pascal kommt erst wieder um 6 Uhr morgens nach Hause. Der Friedbert, wie gesagt, der lernt jetzt Betten machen. Kann die Bella machen, meinetwegen. Der Lutz mit dir. Du musst ja eigentlich sehr früh. Geh nochmal eine Runde schlafen, damit du... Ach nee, wobei, jetzt ist es 8 Uhr, es war ja mal 4 Uhr morgens bei ihm. Aber nach seiner Beförderung ist er ja jetzt Delfinbecken-Reinigungskraft. Echt ein cooler Beruf. Ja, da muss er ein bisschen später. Reicht ihm da auch. Die liebe Bella hat irgendwie keinen richtigen Bock auf Zacharias anscheinend. Weiß auch nicht. Komm, du kannst noch ein bisschen mit ihm abhängen. Komm. Okay, ich glaube, er geht jetzt. Kann das sein? Guck mal. Ich sag, sie soll aufhören. Sie braucht jetzt kein Betten zu machen. Und dann macht sie es doch. So, jetzt geh mal auf Toilette und danach kannst du... Geh erstmal schlafen. Es ist ja mitten in der Nacht. So, und die beiden Jungs. Was ist mit dir gerade passiert? Du hast gerade... keine Ahnung, was der macht. Er hat hier gerade so Wünschen, Pluspunkte bekommen. Ist jetzt Platin, also ist jetzt halt eher weiß. Aber er hat auch nur geschlafen. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Na egal. Einmal baden, dann kannst du es säubern. Und dann würde ich mal sagen, kannst du danach was aus dem Kühlschrank holen. Und der Kurt... Warte mal, ich gehe mal auf. Und der Kurt, der bräuchte eigentlich erstmal ein bisschen Spaß fast. Wobei, der kann mal kurz da unten, ich sag mal, duschen. Dann geht er draus und baut nochmal einen Schneemann. Ich hoffe, das macht ihm Spaß. So, aber ich sage jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Von Weitem sieht auch wirklich unsere Küchen- und Esszimmerbereich doch ganz hübsch aus. Als nächstes würde ich mich dann, wenn wir noch ein bisschen wieder Kohle reinkriegen, dann erstmal so ums Wohnzimmer kümmern. Ich weiß noch nicht genau, ob ich... Es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich das hier eine Fläche machen würde. Dass wir das einfach vergrößern, dann machen wir halt unser Pflanzenzimmer einfach weg oder so. Vielleicht stelle ich die Pflanze auch einfach in irgendein anderes Zimmer rein. Mal schauen. Wie auch immer. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum Montag hier mit der Bella Grusel. Ja, lass es dir gut gehen und gerne lass mir einen Daumen hoch hier und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.